Ja, nach Dieter Hegen haben wir auch den KIV-Trainer Ralf Hoyer bei uns. Ralf, dein Resümee von dem heutigen Spiel. Ja, es war eine schwierige Geburt, das wussten wir aber auch vorher schon. Wir haben 5 Wochen jetzt nicht gespielt und man merkt uns das auch an. Wir haben sehr viele leichte Fehler gemacht, aber letztendlich haben wir es doch noch relativ gelassen über die Bühne gebracht. Wie gesagt, ich wusste, dass es heute schwer wird. Und es lief auch am Anfang gar nicht, aber hinterher, als wir die Tore geschossen haben, sind wir auch ein bisschen lockerer geworden. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich mit den Gegentoren, den leichten, die wir bekommen haben, nicht zufrieden. Da müssen wir wirklich nochmal drüber reden. Auch. Ich fand es persönlich ein temporeiches Spiel, hochklassig und für die Zuschauer auch sehenswert. Siehst du das genauso? Ja, natürlich. Die Nachwuchsspieler sind generell sehenswert, weil die Jungs, die geben immer Gas, die spielen immer schön nach vorne. Die taktischen Zwänge bei uns sind jetzt nicht so vielleicht wie bei den Profis, weil wir junge Beine haben. Wir lassen natürlich auch viele Spieler spielen. Wir spielen fast immer komplett mit 4 Sturmreihen und 3 Verteidigern, sodass wir auch den nötigen Druck machen können. Und das hat auch letztendlich gegen Kaufbeuren nochmal den Ausschlag gegeben. Aber wie gesagt, ich kann nur wiederholen, Nachwuchsspieler sind immer sehenswert, weil sie viel Tempo haben und viel Herz. Auf eine Szene im Spiel müssen wir mal noch ansprechen, und zwar, wo Friedrich Rauswalter, euer Torhüter, ja. Dann hast du eine Auszeit genommen. Was ist da genau gewesen? Ja, der Friedrich wusste das nicht. Der Schläger war kaputt und er wollte seinen Schläger tauschen. Und er darf natürlich nicht aus dem Tor. Da hat er wohl jetzt auch nicht mehr dran gedacht. Und so mussten wir dann eine Auszeit nehmen, sonst hätten wir 2 Minuten bekommen. Trotzdem 6:3 gewonnen, verdienter Sieg. Sonntag ist das nächste Spiel. Dieter Hegen hat gesagt, es wird für uns auch wieder schwer. Siehst du das genauso, dass es für euch auch wieder ein schweres Spiel wird? Die Jungs haben ja teilweise schon am Freitag gespielt für die Preußen gegen Herford. Ja, klar, aber das kann jetzt kein Argument für irgendwas sein. Die DNL zeichnet sich ja dadurch aus, dass alle 10 Mannschaften Gas geben, dass alle 10 Mannschaften gut ausgebildete Spieler hat. Und man hat das auch heute gesehen, Kaufbeuren ist läuferisch sehr stark. Vielleicht nicht so im körperlichen Bereich, aber schlittschuhläuferisch und technisch sehr gut. Die werden uns auch morgen wieder das Leben schwer machen. Und ich habe auch gerade nochmal der Mannschaft gesagt, wir brauchen dieses Wochenende 6 Punkte. Und egal, wie das Spiel morgen ausgeht, wir müssen alles dafür tun, dass wir gewinnen. Also ihr habt es gehört, wer Interesse hat, mal Nachwuchs-Eishockey beim KIV zu sehen, auf der Internetseite www.kiv81.de gibt es einen Spielplan und da könnt ihr euch informieren. Und ich sage bis dann auf KIV TV. Ja, ciao.